Willkommen zu meinem ersten Minecraft-Let's Play. Und zwar wird dieses Let's Play auf dem Server Punnycraft stattfinden. Ich habe schon ein paar Server-Vorstellungen von dem Server gemacht. Könnt ihr ruhig mal euch ansehen. Und ich habe extra schon mal ein GS bekommen für das Let's Play. Dafür möchte ich nochmal Punny danken. Ihr seht ihn jetzt auch unten im Chat. Da stand da, XPunnyX ist der Serverleiter. Danke nochmal für dieses freie Grundstück und wir beginnen ganz von neu. Also wir gehen in die Farm World, farmen dann alles ab, was wir brauchen mit den Rohstoffen. Und falls wir vielleicht mal ein paar Rohstoffe brauchen, die wir aber nicht haben, können wir in dieses Haus reingehen. Das ist nämlich mein offizielles Haus noch auf dem Server. Und da können wir dann uns halt noch dann die benötigten Items holen, wenn wir sie halt brauchen. So. Dann würde ich mal sagen, wir gehen jetzt erstmal durch die Hauptstadt, damit wir zur Farmworld kommen. Wir können uns natürlich auch hin teleportieren, mache ich jetzt aber gerade nicht, weil ich habe das Let's Play jetzt neu gestartet und da finde ich, kann man auch mal ein bisschen sich bewegen, muss man nicht immer jetzt porten und sowas. Dann bewegen wir uns jetzt erstmal zum Spawnhaus, damit wir in die Farmwelt kommen und uns die nötigen Rohstoffe holen können. So, das kann jetzt erstmal eine Weile dauern, bis wir da sind. Obwohl, nee, ging jetzt eigentlich ganz schnell. Ja, der Aufzug ist jetzt nicht da. Der Aufzug geht scheinbar gerade nicht. Da mache ich einfach Spawn. Dann landen wir direkt hier. Und dann gibt es ja auch schon ein Portal, womit man auch in die Farmworld kommen kann. Wo ist es? Zur Farmwelt. Da ist es doch. So. Und nun sind wir in der Farmwelt. Und da haben wir ja auch schon gleich XPunnyX, den Serverleiter. Ja, er baut hier gerade irgendetwas. Keine Ahnung, was er jetzt hier baut. Bäume haben wir jetzt schon passend da hinten. Da werden wir jetzt auch hingehen. Und die mal sofort abholzen. Die werden wir jetzt erstmal abfarmen und uns daraus erstmal eine Werkbank bauen, damit wir jetzt oder gleich erstmal das passende Werkzeug machen können, um dann besser voranzukommen. Vier Baumstämme reichen jetzt erstmal. Haben wir jetzt hier 16 Bretter. Und machen uns jetzt erstmal passendes Werkzeug. So, machen wir uns einmal so. Verdammt, ich habe jetzt zu viele Stöcke gemacht. Verdammt, das war ein Fehler. Das war ein Fehler, der mir nicht mehr so schnell passieren wird. Aber da hinten haben wir ja neue Bäume, also passieren kann uns nichts. Und ich sehe schon, meine Hungeranzeige ist drastisch gesunken. Was soll ich denn jetzt erst machen? Soll ich jetzt Essen sammeln oder Baumstämme? Ich entscheide mich dafür jetzt fürs Essen. Ich brate das Essen jetzt auch nicht. Super, ein Hungerspunkt. Hat's jetzt voll gebracht irgendwie. So, aber wir haben jetzt hier ja genug Hühner noch. Also passieren kann uns jetzt hier nichts. So, komm jetzt. Wo geht's jetzt hier raus? Achso, hier. Das ist gerade so dunkel. Da sehe ich gerade nichts. So. Ich nehme jetzt hier nochmal eine neue Werkbank, weil die andere habe ich irgendwie jetzt da hinten stehen gelassen. Und ja. Jetzt beginne ich erstmal damit, mir zwei Äxte zu machen. Können wir erstmal wieder mal vernünftig
Holz abhacken. So. Die Werkbank nehmen wir jetzt erstmal mit. Ich hätte mir auch jetzt ein Holzschwert machen können. Da ich jetzt aber mal vermute, dass mich jetzt keine Monster angreifen werden, kann mir also jetzt nichts hier passieren. Und das ist auch eine neue Höhle. Da werden wir auch später irgendwann reingehen in große Höhlen, aber jetzt ist es erstmal wichtig, dass wir dass wir unser Haus erstmal bauen. Und das will ich jetzt erstmal aus einfachem Holz bauen. In der Hauptstadt kann kein Creeper explodieren, also da spawnen keine Monster, kein gar nichts. Heißt also, man kann da ungestört bauen, ohne dass da irgendwas Großartiges passiert. Und ich bin gerade die ganze Zeit am Überlegen, wieso ich das dunkle Holz abholze, wobei ich doch das helle Holz brauche. Da muss ich einfach mal gucken, dass ich hier irgendwo helles Holz bekomme. Toll, der Part besteht jetzt erstmal darin, Holz zu sammeln. Ist ja nicht schlimm. Ist ja was ganz Normales im ersten Part und in den folgenden Parts, dass man erstmal alles holen muss, bevor man richtig spielen kann. Ja, komm. Kleines Schaf, ey, muss jetzt erstmal sterben. Und ich bräuchte mal wieder was zu essen. Normalerweise war damals immer da eine kleine Melonenfarm, wo man sich immer Melonen umsonst holen konnte. Nur die ist jetzt irgendwie komplett abgefarmt. Da kann man sich jetzt keine Melonen mehr holen. Und da oben ist die erste Spinne. Ich gehe lieber mal weg. Verdammt, ich brauche was zu essen. Ich habe ja gesagt, wir können uns ja bei mir im Haus was zu essen holen. Werden wir auch noch machen. Aber da ich jetzt hier auch gerade nicht sehe... Ich kann ja mal eben ganz kurz was einstellen. Moment, wo haben wir es? Moment. So. Jetzt können wir wenigstens einigermaßen hier was sehen. Und wir haben jetzt auch das richtige Holz erwischt. Einen Apfel haben wir auch bekommen. Den fresse ich jetzt mal direkt. Ist zwar nicht viel, aber für mich reicht es jetzt erstmal. Die zweite Axt, ach so, da. Habe ich eben für den Apfel weggetan. Oh mein Gott, wir hätten hier die Bäume abgefarmt. Mensch, die brauche ich doch. Naja, egal. Wir werden noch bestimmt hier andere Bäume finden. Was heißt andere Bäume? Die Bäume, die wir brauchen. Und da vorne sind sie ja auch schon direkt. Großartig viel zu erzählen gibt es jetzt hier nicht, weil ich muss jetzt nur Bäume abhacken und da kann ich jetzt nicht so viel erzählen. Aber ich glaube, das Holz, was wir jetzt hier gesammelt haben, reicht jetzt auch erstmal. Wir können ja im nächsten Part weitersuchen nach Holz. Boah, es leckt gerade derbst hier. Oh ja, jetzt habe ich ja keine Rechte mehr für. Stimmt. So, ich habe ja noch 18 Bretter. So. Habe ich hier einen Block zu viel gesetzt.
Macht ja nichts. Die Fackeln reiße ich eben kurz ab. So. Und ja, das war's dann jetzt erstmal von Part 1 von Let's Play Panikraft. Und im nächsten Part bauen wir das Haus weiter. Bis dann.